100.000 ArbeiterInnen und Jugendliche können während der Corona-Pandemie wegen Jobverlust, Kurzarbeit oder steigenden Preisen ihre Miete nicht mehr zahlen. Währenddessen machen Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen und Co. weiterhin Profite in Milliardenhöhe. Ausbeuterische Immobilienkonzerne haben schon viel zu lange von unserem Recht auf Wohnraum profitiert und führen zu Mietenwahn, Verdrängung, Ausverkauf und Obdachlosigkeit. Diesen Wohnraum holen wir uns jetzt zurück. Deutsche Wohnen und Co. müssen enteignet und unter der demokratischen Kontrolle der Mieterinnen gestellt werden. Für bezahlbare Wohnungen, Frauenhäuser, soziale Räume, dezentrale Unterbringung von Geflüchteten statt Lagerregime und vieles mehr. Wir sehen es nicht ein, den Immobilienkonzernen dafür noch Milliarden zurückzuzahlen, wenn wir uns unser Recht zurückholen. Deshalb fordern wir entschädigungslose Enteignung und keinen Cent für Deutsche Wohnen und Co. Der Volksentscheid ist ein wichtiges Werkzeug im Kampf für die Vergesellschaftung von Wohnraum. Wir müssen Hunderttausende sein, die für das Recht auf Wohnraum unterschreiben. Aber allein wird es nicht ausreichen, wenn wir uns auf die Parteien des Berliner Senats verlassen. Sie sind verantwortlich für die Privatisierung von über 200.000 Wohnungen, die Privatisierung der Krankenhäuser und Zwangsräumungen im Interesse von Spekulantinnen wie beim Syndikat, der Liebig 34 oder der Rummelsburger Bucht. Die Linkspartei verspricht jetzt, die MieterInnen zu vertreten. Dabei ist ihr Ziel eine Koalition mit SPD und den Grünen, obwohl die SPD sich klar gegen Enteignung und gegen den Volksentscheid ausspricht. Anstatt Hoffnungen in Rot-Rot-Grün brauchen wir eine Perspektive des Kampfes. Genauso wie die Immobilienhaie und die Regierung ihre eigenen Kräfte gegen den Volksentscheid mobilisieren, brauchen wir als MieterInnen und ArbeiterInnen dieser Stadt eigene Kampfmethoden. Die DGB-Gewerkschaften und die ArbeiterInnen der Berliner Betriebe können eine zentrale Rolle in der Verteidigung des Volksentscheids gegen die Angriffe der Regierung und der Immobilienkonzerne spielen, indem sie sich massiv an den Demonstrationen beteiligen und auch versuchen, ihre geplanten Streiks in Einklang mit den Mobilisierungen zu bringen. Deshalb müssen wir uns als Arbeiterinnen und Mieterinnen selbst organisieren. Nicht nur für die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co., sondern für eine Antwort auf die gesamte Krise, die die Kapitalistin und die Regierung auf uns abladen wollen. Wir laden euch dazu ein, in euren Schulen, Unis, Hochschulen oder Betrieben Komitees zu gründen und Versammlungen zu organisieren, um über die weitere Entwicklung der Kampagne zu diskutieren und darüber, wie wir gegen die gesamte Krise kämpfen können und mitbestimmen können. Lasst uns die Kraft der Mobilisierung nutzen, um uns für entschädigungslose Enteignung und Streiks zur Verteidigung des Volksentscheids vor der Regierung und den KapitalistInnen zu organisieren. Um die Wohnungsfrage endgültig zu lösen, hilft uns aber keine rot-rot-grüne Regierung. Was wir brauchen, ist eine Regierung der ArbeiterInnen und MieterInnen selbst, die tatsächlich mit den KapitalistInnen bricht, keine Entschädigungen zahlt und die Enteignungen gegen die Angriffe der KapitalistInnen und der bürgerlichen Gerichte verteidigt. Eine solche Regierung würde keine Regierung wie alle vorherigen sein, sondern sich auf die Komitees von ArbeiterInnen und MieterInnen stützen. Als Klasse gegen Klasse kämpfen wir an den Universitäten, in den Betrieben und in den Kiezen für eine solche Perspektive. Werde auch du mit uns aktiv. Beteiligt euch gemeinsam mit uns auf dem Studi-Blog auf der Demo gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Wir sehen uns am 27. März um 11.30 Uhr am Neptunbrunnen.